sonst bis hier nichts. Nö. Und jetzt sind auch alle Türen offen. Ah, okay. Da geht's nach oben. Ja, stimmt. Leuchtturm, ne? Müsste richtig viele Etagen haben. Obwohl, von draußen sah er recht gedrungen aus. Also unten recht breit und dann so wie eine Vase eher. Ja, so ein bisschen jedenfalls. Also ja, ich schätze 3 Etagen. Wobei die dritte ziemlich klein sein wird. Aber mal gucken. Erstmal wollen wir jetzt alle Gebiete abtappern, wovor wir nicht hin konnten. Also hier. Oh. Das wird der Schnellausgang sein, ne? Der Skyrim-Schnellausgang. Jetzt kann mir keiner was erzählen von wegen, ja, ja, das macht doch auch Sinn. Das gab es in den Kommentaren. Und ja, es macht auch Sinn in der Situation. Also in der Diebeshöhle macht es wirklich Sinn, dass die Diebe auch einen schnellen Ausgang haben. Falls sie mal belagert werden von der Stadtgarde oder so. Aber in dem Leuchtturm? Ernsthaft? Na gut, gucken wir gleich. Hm, hallo? Oh, das lässt Schönes ahnen da hinten. Das sieht fast so aus, als könnte man von dem Dungeon aus die Küste sehen. Und das ist doch mal ziemlich ungewohnt. Also normalerweise ist man halt im Dungeon drin, wo man sieht weder Licht noch Wetter noch sonst irgendwas draußen. Aber ja, erstmal plündern, danach Aussicht genießen. Prioritäten und so. Ah, ist nur angedeutet. Hallo, dich mag ich nicht. Geh mal weg. Wir sollten gleich schlafen. Nicht Alana töten. Nicht Alana töten. Okay. Ich bin fast versucht, mit Dirk Mana dran zu trinken, damit er spotten kann. Was ist bei dir kaputt? Eindeutig. Kannst du 2 Bögen nehmen? Nee. Mist. Okay. Tirik ist noch dran. Ach komm, das schaffen wir auch so. Wir müssen aber noch Glück haben, dass die Mädels nicht sterben. Ein. ja. Wie viel machst du? 75. Ja, komm. Trink mal einen, bitte. Ich will nicht wegen dir in die Stadt zurück müssen. 42. Ja, du auch. So. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Sterben. Sehr gut. Also ja, ist nur angedeutet und sieht auch nicht so super aus. Aber es müsste 1:1 die Landschaft sein. Wobei ich eine Sache noch erwähnen muss. Ich bin nicht auf der maximalen Grafikeinstellung, die man hier einstellen kann. Also Auflösung ist 1920. Aber ja, die Qualitätsstufe von den Texturen ist nicht auf Maximum. Und 1-2 andere Sachen auch. Nicht, weil mein Rechner das nicht schaffen würde. Also eigentlich doch, genau deswegen. Aber nicht, weil es nicht der Rechner ist, sondern weil es einfach eine Early-Access-Version ist. Die haben allgemein den Drang dazu, dass sie mehr Ressourcen brauchen, als sie eigentlich bräuchten. Das heißt, es würde jetzt... Was zur Hölle war das schon wieder? Das hatte ich vorhin von der Küste auch schon ausgesehen, so ein roter Flupp. Oh ja. Early-Access-Versionen neigen dazu, dass sie mehr Ressourcen brauchen, als sie eigentlich brauchen sollten. Das heißt, ich könnte es jetzt zwar hochstellen, aber dann dauern die Bewegungen länger. Also diese Schritte, die ich jetzt mache, diese einer Schritte vorwärts, die dauern auf maximaler Auflösung noch länger. Und allgemein umsehen ruckelt ein bisschen und so weiter. Das wollte ich euch nicht antun. Oh ja, ich denke, ich kann es mal ganz kurz versuchen. Ich gehe mal ganz kurz auf Option. Grafik. Genau hier, Texturenqualität sehr hoch. Terrainqualität sehr hoch, Landschaftsdetail sehr hoch. Übernehmen. Seid ihr noch da? ja, sieht so aus. Ja. Bewegungen sind ein wenig zäher und wirken ruckhafter. Das hier sieht aber nicht besser aus. Wird aber wahrscheinlich auch so ein WIP sein, also Work in Progress. Dafür sehen die halt ein wenig schöner aus, was ja auch Sinn macht. Oh,
Okay, ein Kampf in maximaler Auflösung. Dann schalte ich wieder um. Komm mal näher ran. Genau, ich will dich mal ganz nah sehen. Ja, ein bisschen besser sieht sie aus. Wobei gerade bei Gegnern mir die Grafik nicht so wirklich wichtig ist. Diese pixeligen Turbanträger aus MM6 waren genauso tolle Gegner wie sie jetzt. Es ist nur Beute auf zwei Beinen oder einem Schwanz. Also Optionen, Grafik, Texturenqualität auf hoch, Drehenqualität auf hoch. Das war doch ungefähr so. Ja, ich glaube schon. Jetzt seid ihr auch nicht immer noch da. Ja, seid ihr. Okay, töten. Oh, was ist das da hinten? Das ist der Obelisk. Also ja, es ist definitiv sehr schön, dass man die Landschaft sehen kann. Vor allem, dass die Landschaft auch wirklich 1:1 umgesetzt wurde. Heißt, man kann hier vom Leuchtturm aus gucken, wo gehe ich denn mal als nächstes hin? Also ja, der Obelisk sieht sehr interessant aus. Den will ich unbedingt abgrasen. Da hinten scheint ein Dungeon zu sein. Irgendwas Okkultes. Und da hinten sehe ich Wehranlagen, also Mauern. Und hier vorne, was mir auch gar nicht zuerst aufgefallen ist, ist auch eine Burg. Das könnte die Burg sein, wo wir unterwegs die Blumen hinlegen sollen. Und die Burg, die auch auf der Weltkarte eingezeichnet ist. Also wahrscheinlich der dritte große Dungeon, der hier in der Early Access Version verfügbar ist. Ja, sehr schön. Was haben wir noch? Hier war das Diebeslager drin. Hier war die Enzyklopenhöhle. Da hinten war die, was auch immer, Bank, Schrägstrich, Behörde, Plupp. Und da ist eine komische Felsformation. Und hier hinten müsste eigentlich, also hier müsste Sorpegal sein. Das kleine Stücken hier. Ja, na gut. Schlafen. Und hier ist sonst gar nichts. Okay. Gehen wir hier einmal rum. Ein Teleporter. Leertaste. Ah, okay. Muss draufstehen und Leertaste drücken. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Leuchtturm. Okay. Ah, dich mag ich nicht. Ah, okay, hier ist die Burg, die wir eben schon gesehen haben. Da war dieses Arkane-Ding und da hinten können wir noch was sehen. Ah ja, es gibt definitiv viel zu tun. Also nicht für uns hier in der Early Access Version, aber später. Pew, 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 brennt. Ja, bei denen will ich echt kein Risiko eingehen. Das ist mir zu unangenehm, wenn die auf Talana hauen. Und es wäre doof, jetzt zurück in die Stadt laufen zu müssen. Auch wenn das echt gut passieren könnte, dann wären wir nur noch eine Ration. Also spotten. Hauen, hauen, hauen. Und... sehr gut. Da ging es wieder rein. Ist hier noch irgendwo ein Secret? Du bist kein Secret. Du bist ein Typ mit zwei Schwertern. Und ein Beil im Kopf. Brennen. So. Einmal direkt spotten. Spotten. Rest drauf. Nochmal spotten. Nochmal raufhauen. Und nächste Runde könnte es klappen. Also spotte ich nicht, sondern hauen. Genau. Und hier war gar nichts. Schade. So, also wieder den inneren Bereich. Nö. Lebenstrank. Schön. Auch wenn es langsam wieder Zeit wäre, dass eins der Fässer aufspringt und Gegner drin sind, oder? Ich erahne immer gerne, wann sowas vorkommt. Kann leider nicht weiter runter gucken. Auch nicht weiter hoch. Also wir sind jetzt zweite Etage. Mal gucken, ob meine Theorie steht.
dritte Etage Leuchtturm. Das sieht doch schon fast aus wie ein Feuer, aber es ist nicht außerhalb. Klick. Oh. Hallo. Rückschubsen, brennen. Sieht ja gleich keinen Mana mehr. Schieß, schieß, rückschubsen. Ah, Mana-Trank. Schieß, 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 brennen. Weil er kann nicht spotten. Das wird dann unangenehm. Down. 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 Watch. Zing, zing. Achso, das sind ganz normale Korallenpriesterin. Das ist okay. Du kannst jetzt 2x10 Schaden machen und bist dann tot. Oder du läufst einfach auf uns zu und stirbst. Oh. Das war eine Falle. Ein Elite Genji. Nein. Okay, du trinkst einen Mana-Trank. Du kannst nicht debuffen, dann verbrennst du. Du trinkst auch einen Mana-Trank, weil du gleich spotten musst. Und jetzt macht er irgendwas Böses. Jo. Also. Du schubst den Kenji weg. Du haust die Priesterin. Du haust die... Verfehlt? Die Magierin? Ernsthaft? Das ist keine normale Priesterin. Die macht andere Sachen. Du schubst den nochmal weg. Du trinkst einen Trank. Du haust die rote Priesterin. So, schon besser. Du debuffst. Du spottest ihn. Du haust sie und du haust auch sie. Okay, okay. Du haust ihn. Du spottest. Spottest ihn. Du haust. Du. Ja, verbrennst. Dann ist gleich schlafen angesagt. Spotten. Hauen. Hauen. Mana fangen. Jetzt, wo ich weiß, dass... Oh, ach du, gute Güte. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt, wo ich weiß... Warum kannst du einen Windstoß auswählen? Okay. Zum dritten Mal. Jetzt, wo ich weiß, dass bald ein Patch kommt, der die Händler neu aufstockt, bin ich auch ein wenig freizügiger mit meinen Tränken. Weil dann werden wir einfach 1-2000 Gold einfach nur in Heil- und Mana-Tränke verschwenden. Habe ich absolut kein Problem mit. Sehr schön. Ein Jagdbogen. Das ist schön. Haben wir noch mehr Fallen hier? Guck, guck. Ja, du bist auch eine Elite. Du geh mal weg. Du bist debufft. Schießen, schießen. Weg. Feuer. Schießen, schießen. Und ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir auf jeden Fall nochmal zurück in die Stadt müssen. Bevor wir das hier clearen können. Was ein wenig schade ist, aber na gut. Zwei, drei Runden noch. Da wird sein Mana nicht verreichen, denke ich. Au, Rüstung beschädigt. In der nächsten Runde haue ich einfach so zu. Lass die Chance zu treffen höher und wir machen mehr Schaden. Außerdem sollte er eh nicht mehr getroffen werden. Das wäre nicht so gut. Genau, lieber Mürre. Bye bye. Eine Korallenpriesterin. Ja. Terek würde auch noch 4 von den Blitzen da aushalten, das passt. Was ist das da hinten?
Das ist nicht gut für mich. Achso, das hatten wir schon entdeckt. Also nicht gut für mich im Sinne von viel zu viele Ablenkungen, viel zu viele interessante Sachen, wo man hingehen könnte. Da wäre noch sowas wie ein Teleporter. Wir haben 0 Rationen. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt abspeichern und dann können wir nächste Folge versuchen, hier reinzugehen, wenn das Ding überhaupt aktivierbar ist. In der Hoffnung, dass wir eigentlich schon fertig mit dem Ding sind. Ist das vielleicht nur das Feuer? Ne, jetzt sind wir noch nicht weiter genug oben. Also in der Hoffnung, dass wir einfach reinkommen in den Leuchtturm und nicht mehr kämpfen müssen. Wenn wir doch kämpfen müssen, sterben wir und haben wenigstens hier schon abgespeichert. Also dann, bis gleich.